Ja, moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Song of Horror hier auf diesem Kanal. Jetzt wollen wir doch einfach mal fresh ins erste Kapitel starten, den wir das Intro ja hier schon erfolgreich abgeschlossen haben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie immer, viel Spaß beim Anschauen. Wir können uns jetzt hier erstmal einen Charakter auswählen. Wir haben die Auswahl zwischen, ich glaube, vier Charakteren: Sophie, den Etienne, Alexander und Alina. Ja, mit wem wollen wir denn anfangen? Natürlich, ihr könnt leider nichts dazu sagen. Also ich würde sagen, er hier ist sogar ist irgendwie er schon mal der Boss. Und er geht erstmal nirgendwo hin. Er schickt erstmal seine Leute vor. Das wäre natürlich sie hier. Also sie ist natürlich mit Recherchen beschäftigt. Er sitzt im Zug, er hat auch gerade keine Zeit. Komm, wir fangen einfach mal mit Alina an. Das ist Security-Frau. Das macht Sinn, dass sie da zuerst gucken geht. Er ist irgendwie der Hausmeister. Cooler Typ, soweit ich ihn in Erinnerung habe. Wir nehmen jetzt mal die Security-Frau. Die checkt erstmal als allererstes, was da abgeht. Sie ist ja am schnellsten vor Ort. Sie hat Bescheid gekriegt wegen dem Alarm und geht jetzt erstmal gucken. Vor allen Dingen, um wieder reinzukommen, nehme ich erstmal jemanden, bei dem es nicht ganz so viel tut, wenn man ihn verliert. Wird sich gleich die Frau von Alex als erstes verlieren. Ich versuche jetzt auch echt mal niemanden zu verlieren. Aber das ist gar nicht so einfach, Leute. Das ist überhaupt nicht einfach. Hallo, ist hier jemand zu Hause? Wir kennen diese Zeitung schon. So. The door was open. Were they waiting for me? Aber warum sind denn überhaupt sie alleine unterwegs, wenn sie zu einer Security-Firma gehört? Ich glaube, die sind immer zu zweit mindestens unterwegs. Hier ist die Alarmsteuerung, aber sie scheinen keinen Strom zu haben. Oh mein Gott! Sir, Sie haben hier ein Problem. Ist hier jemand? Hallo? Security Service? Ich bin unbewaffnet und harmlos. Toller Security Service. Da bricht einer bei euch ein und sie hat nichts, sie hat gar nichts dabei. Sie hat nicht mal einen Taser dabei. Unglaublich. So, da war doch die Tür hier. Ach, nope. Die Tür wurde mit einem Schlüssel abgesperrt. Ja, womit denn sonst? Ja, vielleicht auch mit einem Stuhl von der anderen Seite. Ey, das Fenster ist offen. Hör mal zu. Oh, direkt die Leute rein. Was für ein schöner hoher Tisch. Ich könnte leicht runterklettern. Ja, diese Stellen müsst ihr tatsächlich auch selbstständig finden. Für den Fall, dass ihr euch verstecken müsst. Wir wissen eh, dass es passiert. Das erkennt's aus so vielen Horror-Games. Achso, warte mal. Hier wird nicht gekämpft, hier wird geflüchtet. Ich kann mich nicht einmal im Spiegel sehen. Oh mein Gott. Es ist zu spät, wir sind schon tot. Ja, eigentlich ganz entspannt mal wieder mit Gamepad zu spielen. Der Tee fertig. Und was mit Tee? Streichhölzer. Tabakalien. Betrachten. Nur gewöhnliche Streichholzschachtel.
Dummerweise kann ich die Sachen hier irgendwie nicht drehen. Cool. Ja, vielleicht kann ich genau diesen Gegenstand auch wieder nicht drehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Funktion nämlich auch wichtig ist. Hast du es gehört? Ring aus Eisen, ich bin mir nicht sicher, woher er kommt. Genau, da fließt Strom durch. Ein Ölkanister. Genau das meine ich. Oh, ist das schwierig. Ich will in die... ich will da hinten hingehen. So, endlich. Das ist teilweise so anstrengend hier. Wer ist da? An Türen lauschen. Was war das für ein Geräusch? Du solltest besser nachsehen, bevor du wieder rausgehst. Um dein Ohr gegen die Tür zu drücken, musst du zunächst zur Tür gehen. Sobald das Lauschsymbol erscheint, dann drücke und halte Y. Jetzt ist eure heutige Aufgabe, eure Hausaufgabe, Freunde, findet den Y-Knopf auf einem PlayStation-Controller. Ja. Butcher, what was that? Und gleich beim ersten ist Dreieck. Nix. Die Umgebung erkunden. Es scheint, als wäre die Luft rein. Von nun an kannst du laufen, was auf der anderen Seite von Türen passiert, die du noch nicht untersucht hast. Achte auf die Symbole, die eingeblendet werden, wenn du dich in der Nähe einer Tür befindest. Benutze deine Karte, um dich zurechtzufinden. Auf der Karte ist jeder Ort verzeichnet, den du bisher erkundet hast. Um die Karte zu öffnen, drücke L. Die Karte wird, also wahrscheinlich linker Stick. Die Karte wird ständig mit relevanten Informationen aktualisiert. Wirf daher einen Blick drauf. Jo. Ich glaube, da ist nichts. Nope. Nope. Sag ich doch. Das ist nicht mal ein Durchgang. Das ist nicht noch wichtig. Aha. Ein Bild von Saul. Dem Bild von Haschas jüngstem Kind. Ja, was malt der denn für Sachen? Und der hängt sich auch noch an den Kühlschrank. Nein, nicht dahin gehen. Da kommen wir. Können wir nicht lauschen? Denn scheint ja hier alles in Ordnung zu sein. So, dann sind wir hier jetzt eigentlich erstmal überall gewesen. I should take a look in this floor first. Okay, wir sind noch nicht überall gewesen.
Dein Wohnzimmer ist noch eine Tür. Ich war der Meinung, dass die zu ist. Egal, wir gehen hin. Diese hier, glaube ich. Es ist überlebenswichtig, dass sie das hier macht. Eine Kamera, die zur Dekoration hingelegt wurde. Ja, sehr hübsch, ey. Ich habe hier auch überall Kamera stehen, weil ich es so hübsch finde. Dieser Globus ist so alt. Er sieht so alt aus. Und ich könnte ihn so leicht auf den Boden werfen. Gönn dir. Was hat dir dieser Globus bloß jemals getan? Der Senior des Hauses ist eine Schriftsteller. Er sieht aus, als wäre er altmodisch. Er sieht aus, als wäre es altmodisch. Technische Bücher, sehr schön. Ich kenne das Schwert aus japanischen Comics. Meine Schwester Rosa mag sie so sehr. Ich werde die Schublade nicht öffnen können, wenn ich sie nicht vorher einfette. Kriegen wir hin. Ich habe den Schlüssel bereits. Ey, jetzt auf einmal hast du ihn bereits, oder was? Hm? Gegenstände, die jetzt nicht drehen kann, macht mich fertig. Naja, es ist, wie es ist. So, schön. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Ah, was gibt mir denn die Nase so? Diese Tür leuchtet so auffällig. Daher gehen wir da doch direkt noch mal hin. Ich habe nur das Badezimmer. Hast du erschrocken hier? I shouldn't answer the phone. Should I? Egal, wir gehen da ran jetzt. Kann uns das hello? Leben kosten. Hello? Who is this? Hola, señorita. It's a security. I can't understand anything. We can't leave my room. What? What the... Who was that? A child? Hört sich doch an, als wenn da oben jemand rumrennt. Nein, ich habe nicht gelauscht. Weil wie oft ich da schon einfach tot gewesen bin. Scheint die Luft rein zu sein. Hier ebenso. Mierda. Von der anderen Seite versperrt, okay. Hola, Senore. Está aquí. Keine Ahnung, was das heißt.
Ist alles in Ordnung? Eine rostige alte Metallkiste, die verschlossen ist. Kombinieren? Wir haben doch hier so einen rostigen Schlüssel. Hauptschlüssel, okay. No. Mm-mm. Der Boiler ist hier drin. Das Problem ist, dass er keinen Strom bekommt. So ein Kack. Nichts funktioniert hier richtig. Verglichen mit diesem Monster wird mein Roller so klein. Es ist ein Bohrer, aber kein Bohraufsätze. Es gibt eine Lochstanze und ein paar Hämmer, aber keine Flachkopfschraubendreher. Was für ein Wort, ey. Flachkopfschraubendreher. Das Wort des Tages hier. Flachkopfschraubendreher. Toilette des Todes. Was ist denn hier für einen gruseligen Herzschlag? Master, die sieht hier, Senorita. Der Spiegel ist unglaublich schmutzig. Ich kann mich nicht darin sehen. Oh mein Gott. Wo sind wir hier gelandet, Leute? Der wahre Horror ist die Sauberkeit dieser Wohnung. Oh, haben wir den Stockwerk jetzt mal abgegrast hier? Alles bis auf das Verschlossene. Da wir jetzt den Hauptschlüssel haben, dann vielleicht können wir jetzt auch erstmal hochgehen. Ups. Soll ich mich erstmal unten umsehen? Nein. Nur weil es einmal sicher war, heißt es nicht, dass es immer wieder sicher ist. Meine Güte. Ich öffne jetzt diese Tür hier. No. Dann benutzen wir den Hauptschlüssel. So. X ist nämlich Viereck. Clever. Ah ne. Schwer. Hola. Voll der Zettel. Ein Flachkopfschraubendreher. Sehr schön. Julia, ich habe gestern eine andere Tür gesehen. Als ich am Esszimmer vorbeiging, hörte ich plötzlich die Musik aus Papas Spieluhr. Als ich hineinging, sah ich die Tür. Ich bin losgelaufen, um es Mami zu sagen, aber als wir zurückkamen, war sie weg. Sie hat mich geschimpft, weil ich mir angeblich Dinge ausgedacht habe. Das ist nicht fair. Ich habe die Wahrheit gesagt. Hier war eine alte Tür, die anders war als alle anderen. Es steckte sogar ein Schlüssel im Schlüsselloch. Wenn ich sie noch einmal sehe, gehe ich rein und lasse die Tür offen. Dann wird Mami mir glauben. Saul, ich habe die seltsame Tür gesehen, von der Julia geredet hat, die vorher nicht da war. Pachama, Mutter Erde. Pachamama. Mutter Erde. Okay.
Jetzt mache ich jetzt nochmal mit so einem Flachkopf-Schraubendreher. Hello. Is there anyone there? Das Böse da! Etwas versucht hereinzukommen. Verhindere, dass sich die Tür öffnet. Um Kraft zu sammeln, drücke wiederholt auf A. Sobald du dich stark genug fühlst, um gegen die Tür zu drücken und sie zu blockieren, drücke die rechte Taste. Und warte, bis deine Kraft größer ist. Ist effektiver. Okay. So. Der Black Smoker. Die Tür. Sei extrem vorsichtig. Zum Glück hast du es diesmal geschafft. Du bist vorerst sicher, aber bleibe weiterhin auf der Hut. Was auch immer das war, es könnte noch im Schatten lauern. Bei bestimmten Ereignissen hast du die Möglichkeit, in Räumen, die du bereits untersucht hast, an Türen zu lauschen. Denk immer daran, besonders vorsichtig zu sein. Es könnte dein Leben retten. Ja. Who pushed that door? What's happening? Wenn man jetzt hier dran lauscht. Dann wird man gescared. Den Schraubendreher mache ich jetzt. Nein, ich habe Lauschen vergessen. Ich lieg schon wieder drauf an. Ich lieg's schon wieder drauf an, einfach drauf zu gehen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir jetzt hier mit dem. Mein lieber exzentrischer Ehemann, ich habe dir einen Schlüssel in die obere Schublade in deinem Büro hinterlegt. Die Kinder waren in letzter Zeit sehr nervös. Wir müssen darüber reden, sobald du zurückkommst. Und ich will nicht, dass sie damit spielen. Mit dem Schlüssel? Mit dem Schlüsselspiel, meine Fresse. Hier die Garage. Nein. Immer noch mal kurz vor der Tür stehen bleiben. Manchmal dauert das nämlich ein bisschen, bis das dort auftaucht. Aber das ist natürlich eine Spielmechanik, die man so nicht gewohnt ist. Hä? Ach so. Kombinieren, dann wir bam, aufgeknackt. Sicherung, viel Sicherung. Sie waren in einer alten Metallkiste. Solche Sicherungen werden schon seit langer Zeit nicht mehr hergestellt. Oh, nice, gleich bei eBay reinstellen. Ne? Bedienungsanleitung für Boiler, oberes Bedienfeld. Abschalten, drücken Sie den linken Knopf. Start, drücken Sie den mittleren Knopf. Entleeren, drücken Sie den rechten Knopf. Im Falle einer Fehlfunktion, die eine korrekte Nutzung des Boilers verhindert, können Sie eine Notabschaltung durchführen, indem Sie den blauen Knopf für 4 Sekunden gedrückt halten. Nope. Erstmal braucht er Strom. Ja, Sicherung kann ich da nicht reinkloppen. Okay. Als Rosa und ich klein waren, zog unsere Familie von Weibler nach Lehmer. Ich habe es geliebt, mit dem Fahrrad durch die Straße der Stadt zu fahren.
Oh ja, Treppen sind häufig eine Herausforderung in dem Spiel. Zumindest mit Steuerung. Man muss die ganze Zeit W drücken, um hochzugehen, aber in dem Moment, wo die Kamera umschwenkt, muss man auf einmal S drücken und so eine Geschichte. Dann geht man wieder zurück. Kann sich mehrfach wiederholen, der Kram. Oh, dieser Mann sieht so besorgt aus. Hier steht das Bild, das aus dem Jahr 1634 ist. Ja, dämmert was. Wenn ich finde das auch cool, jetzt fährt noch so ein Auto vorbei. Ich mag das, wenn die Nachbarschaft auch ein bisschen belebt ist, so. Liebe fürs Detail. Wenn ich woanders wäre, könnte ich mich einfach zurücklehnen, entspannen und zusehen, wie der Wind durch die Bäume weht. Ja, aber jetzt hast du hier zu arbeiten, Mensch, ey. Von nix kommt nix. Müssen alle unseren Job machen. Und da liegt das auf dem Stuhl. Ja, sie hat's im Rücken. Schwarz-Weiß-Foto, ein Bild von Haschas Frau Catherine mit einem Bild von Julian und Saul. Also, ich habe jetzt hier gerade noch mal irgendwie eine Viertelstunde rumgeguckt, ob ich irgendwie das mit dem Controller einstellen kann, dass ich die Sachen drehen kann. Ich krieg's nicht hin. In der Zeit gab es hier leider noch einen kleinen Jumpscare, den ich verpasst habe. Die Tür hier ist einfach aufgegangen und wieder zugeknallt. Ja. Aber ich sage ja, das Spiel hat deutliche Schwächen in der Steuerung. Das ist wirklich das Schlimmste an dem Game. Wir hören es aber nichts. Ich glaube, dass es tatsächlich bei einigen Gegenständen wichtig ist, dass wir sie drehen. Wir kriegen, glaube ich, auf manchen Fotos stehen hinten drauf noch Hinweise oder sowas. Ich bin mir aber nicht mehr ganz so sicher. Wenn ich hier an irgendeinem Punkt des Spiels nicht mehr weiterkomme, dann muss ich wieder auf Maus und Tastatur umsteigen. Echt merkwürdig. Naiv, wie ich dachte, war ich ne, naiv, wie ich war, dachte ich natürlich, alle unsere Probleme sind gelöst mit dem Pad hier. The Black Goo. Pachamamas, na, was ist das für ein dunkles Zeug? Oh, na egal, ich gehe jetzt einmal hier rein, ja, so, moin. Da, Kopf ab. Oh, coole Lappen. Das alles geht außer das, das nervt doch richtig, ey. Das sieht nämlich auch noch ganz cool aus, wenn man das dreht. Der Lappen bewegt sich auch noch richtig korrekt und sowas. Warum hat man nicht hier einfach in den Einstellungen ganz normal Tastenbelegung, Leute? Ich kann hier nichts an dem Spiel verändern, ey. Unglaublich, das ist der größte Makel an dem Spiel. Aber ich sehe gerade, wir spielen tatsächlich hier auf Edgar. Also ich spiele tatsächlich hier auf Edgar Allan Poe. Die ursprüngliche Erfahrung. Ich will lieber auf Mr. James spielen. Ja. Viele Toilettenprodukte sind noch verschlossen. Aber okay. Ja, wir werden sehen, wie weit wir kommen, ohne Gegenstände zu drehen. Oder ich gewöhne mich lieber gleich an wieder Maus und Tastatur und lasse das Pad weg. Ich werde jetzt dieses Kapitel erstmal noch so spielen. Ich überlege mir das dann zum nächsten Kapitel, ob ich das Pad wieder einmotte zugunsten der Drehung der Gegenstände. Hier ist wirklich nichts. Hier gab's doch, hier ist doch die Tür auf und zu gegangen. Meine Fresse. Ach, nope. Abgesperrt. Ich hier rein eigentlich immer vorbei.
Ein Roman von Sebastian P. Hascher. The Golden Bonfire. Klingt ja nicht so interessant. Ja, Bilder, langweilig. Hier nicht sehen. Und wieder ein Herzschlag. Und lieber Sebastian. Ich will immer Sabinien sagen. Ich will immer noch bei Last from Beyond. Ja, und ich mache auch bei Last for Darkness Uncut. Ja, ja. Ich kann nicht alles auf mal machen. Lieber Sebastian. Ich wollte dir mitteilen, dass ich eine dringende benötigte Auszeit nehmen werde, um mit meinem Geschäft. Und mein Geschäft daher ab morgen geschlossen sein wird. Ich wollte, dass du es von mir erfährst und mich über einen und nicht über ein Schild an der Ladentür. Meine Tochter ist gerade verreist. Und ich muss gestehen, dass ich die täglichen Anforderungen nicht mehr alleine bewältigen kann. Vor allem, da ich in der letzten Zeit nicht gut schlafen konnte. Sobald sie zurück ist, wird das Geschäft wieder geöffnet. Du wirst der Erste sein, den ich benachrichtige. Ich hoffe, dass es mir bis dahin besser geht. Bitte grüß deine Familie von mir. Hochachtungsvoll, Isaac Ferber. Das ist ja auch so die einzige Tür. Es ist nur ein alter Plattenspieler. Das kommt hierher, das Geräusch. Irgendwie sowas. Irgendwas kommt daher. Bauplan der Hascher-Villa. Eine Seitenansicht der Villa mit ein paar Notizen drauf. Das Gerüst! Das Gerüst kommt hierher. Okay, alles klar. Sehr schön. Nix. Abgeschlossen. Wir hören ein Mädchen weinen. Hallo? Ja, jetzt weint da jemand. Der einzige Pilot führt übers Gerüst. Oha! Oha! Ich dachte eigentlich, ich könnte das hier akkurat schnell mal durchziehen. Aber ich glaube, wir haben hier noch ein paar Meter vor uns. Und ich sehe auf der Uhr, dass die Aufnahmezeit eigentlich schon mal überschritten ist. Eine Fernbedienung, eine normale Fernbedienung für das Garagentor. Die Tasten sehen etwas abgenutzt aus. Sieht aus wie die Art von Fernbedienung, die für Markisen oder Metalltüren verwendet wird. Ist auch fürs Garagentor, das hast du auch schon gesagt. So, aber dann werde ich an dieser Stelle einfach erstmal nochmal das Video beenden. Und dann werden es halt doch zwei Teile für den ersten Teil. Ich glaube, das Spiel hat fünf Kapitel, glaube ich. Ja, wenn ich pro Kapitel zwei Teile mache, ist das auch schon in Ordnung. Und, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und dass wir uns dann auch zum nächsten Teil wieder... Wiedersehen. Immer im Pause-Modus gehen. Man weiß nie, was hier als nächstes passiert. Ja, bis dahin, alles Gute, ne? Ciao.